What happened to the ship? They all left for the wedding. Wedding, ja, zwischen LeChuck und Elaine, das befürchte ich ja schon fast. What wedding? LeChuck is marrying the governor of Melee Island. Ja, das ist nämlich Kacke. What? Die gehört eigentlich uns. But how will they... Where's the wedding? There's a lovely church on Melee Island. Ja, diese Kirche, ja. Headed there. Ich Melee verstehe Island? Schon. Oh no. Why are you still here? My head fell into the lava there, and I had to chase after it. And when I came back, they had gone. Shame too. I hate to miss the wedding. Ja, das ist halt bitter. I've got to go after them. Jedenfalls, ja, bis Melee Island, da kommen wir ja schon wieder hin. Bye. Bye bye. Ja, das ist jetzt kacke, habe ich mir extra. Oh, da kommt die Crew. Endlich mal. Anstatt sich so zu sonnen, uns nachgelaufen. Bob. Bob. Hi, Bob. Hi, guys. See, Bob, you're looking a little pale. Well, naturally, I'm pale. I am dead, after all. You guys know this shambling see-through shade? The one with the slippery grip on his head? Sure. He's an old pirating buddy. I say we give him a lift. Thanks, Otis. How did you get in here without using the head? What? Well, I mean, that is, you don't seem to have a head, and... What? Ja, er verplappert sich jetzt ganz schön in die Scheiße. We've got to get back to Melee Island. No kidding. Yeah, we're out of sunscreen. Come on, let's go. Geht das jetzt auch automatisch? Ich hoffe mal. Das Finale. Uiuiui. Wir scheinen uns dem Spielende wohl mit großen Schritten zu nähern. Etwas schneller, als ich doch gedacht hatte. Uiui. Na gut. Ja, jeden, das, also das stimmt. Für mich auf jeden Fall. Na, aber wie? Erstmal zur Kirche gehen, oder wie? Yikes. Ah, nee, das ganze Schiff. Die ganze Stadt. Wimmelt also schon von Geistern. I'm selling this fine mouthwash. Is it mint flavored? I only like the minty kind. Ja, scheinbar schon. Immerhin, cool. Fast Allmachtswaffe nun, das ist schon praktisch. Wir haben uns wohl jetzt zum unbesiegbaren Piraten aufgeschwungen. Excuse me. Do you have an invitation to the wedding? Ja, ich habe mich selbst eingeladen. Why, yes, I do. May I see it, please? Sure, it's right here in this seltzer bottle. Echt praktisch, das Zeug. Ich hoffe, es bleibt auch noch genug übrig am Schluss. Watch out, LeChuck. There's a new sheriff in town and his name... Hey, I better get to the church. Ja, das wäre wohl die beste Wahl. Nein, ich schau bei der Voodoo-Frau mal vorbei. Die alle Nase lang etwas Neues. Ja, gut, dann halt nicht. Jetzt wollte ich mal was machen, womit das Spiel bestimmt nicht gerechnet hätte, was aber vielleicht richtig gewesen sein könnte. So, also ohne Umschweife zur Kirche, wenn es denn sein muss. Ah, viele Gäste. Ja, wir. Hallo? People should not be united in blissful matrimony. Let him speak now, or forever hold his peace. The groom isn't a human. Hey, who's that?
Also, dass sich LeChuck so spät umdreht, das hätte ich nicht erwartet. Ja, ich. I've come to stop you from marrying Governor Marley. How do you plan to do that? WTF. Governor! Governor? Das verstehe ich jetzt nicht. Guybrush, you mad fool! I'm impressed you came to rescue me, but it really wasn't necessary. I had everything well in hand. Unfortunately, your arrival has made it necessary for me to tip my hand early. How? Who? But if you're here, then who's that? Ja, richtig, wer ist denn das? Affe? Ach du Scheiße, was? They have my ghost sack and root beer bottle. Oh, I'll get it. Ja, ich hab doch auch noch eine Flasche. Oh, nice going, Guybrush. Now I've got to chase them down to get my voodoo root beer back. But I hey. You dared come here and confront me? I can't believe your audacity. Ach du, ja, was jetzt? I had to stop you from marrying Governor Marley. I'll marry her yet. Nein, das wirst du nicht. Ah, how do you plan to stop me? Ja, ich hab da auch so ein schönes Malzbier, das könnte gut schmecken. I'll douse you with my sticky seltzer bottle. Das Spiel wartet doch nur drauf, dass wir dieses, dass wir das ausprobieren, auch wenn es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren wird. Something that begins with B. B? Hm, da stand S. Now, hold on a minute there, Freddy. I was only kidding, you know. We can settle this like gentlemen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie er denn das regeln möchte. Lust dazu? Was? It's jammed. Och nö. Pocket lint. Say now. Ach du Scheiße, was hat er jetzt vor? Oh mein Gott, und das Babyfläschchen fliegt doch noch getrennt von uns weg. Und er kommt nachgeflogen. Im tiefsten dunklen Wald. Ich könnte wetten, wir landen bei Stan, der uns dann fragt, wie es uns denn mit dem neuen Schiff gefällt. Irgendwann. Hm, ja. Da lag ich doch schon richtig. Das war ja schon mal nicht schlecht geraten. Siehst du mal? Ich bin gut. Ich lerne das Spiel vorherzusehen. Howdy, Partner. You know, just by looking at you, I can tell you're a man of the world. A man with an eye for quality. A man who knows a good bargain when he... Ja. LeChuck schätzt ein gutes Angebot, wirklich. So, jetzt versucht er uns hier rauszukaufen. Nee, rauszuziehen oder was? Ja, das ist echt scheiße gewesen von ihm jetzt. Gefällt mir gar nicht. Gut, viel machen konnte ich hier ja nicht. Fliege ich wieder dumm rum. Aber nur nach oben. Nimm. Och Mann. Ich hoffe, das Malzbier habe ich trotzdem noch im Inventar. Dann kann ich jetzt nämlich schnellstmöglich benutzen und ihn damit bespritzen. Ja, öffne, untersuche, schließe, rede, ziehe, gib, benutze. Yay! Es hat funktioniert! Yippie! Aber irgendwie funktioniert es nicht richtig. Es funktioniert nur so halb und... Naja, ein Skelett bleibt übrig. Und das auch nicht mehr. Also gut, seine Seele ist entschwunden.
Sofortige Wiederholung, was soll das? Das hat jetzt auch nichts geändert. Luftansicht, okay, Kaboom. Ja, hübscher Schädel. Yay, Feuerwerk. Echt, ist der Typ da so weit oben? Das bin ich so oft nach darauf gelatscht. Vor allem der alte Sack vom Gemischtwarenhändler. Hey, ist ja schon krass. Oh, don't sneak up on me like that. Sorry. That's okay. Ah, wie schön. You know, LeChuck was a deviant, obnoxious, slithery, creepy, crawly sort of a guy, but I'll say one thing for him. What's that? Sure looks nice exploding against the night sky. Ja. Yes, it's very romantic. Er sorgt auch noch für einen romantischen Abend, LeChuck. Can I buy you a root? Zeigt sich jetzt von seiner guten Seite. Sure. And there's more at Stan's. Oh gosh. I hope Stan's okay. Ja, und der Tipp, der persönliche Tipp für alle jetzt. Ah ja. Wie gesagt, falls mal Geisterprobleme auftauchen, Molsby hilft. Der Hermann, stimmt. Now I wonder where my pirate friend has got to. Die arme Sau. At least I learned something from all this. What's that? Ja, was haben wir denn gelernt? Mark, ach, das hielt doch heute eh nicht mehr. It's not the size of the ship. Yes, I've heard that one. Okay. Ja, da sind wir wohl jetzt fertig mit dem Spiel. Kam doch dann gegen Ende hin sehr. Sehr, sehr zügig, ne? Also so, als Fazit, was sehe ich denn jetzt als Fazit? Ja, gute Frage. Ich habe ja die wenigsten der Rätsel, sage ich jetzt mal, völlig selbstständig gelöst. Nee, nicht. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht zu doof, sondern einfach zu. Ja. Wie schon gesagt, mein Kurzzeitgedächtnis leidet dann in dem Spiel. Ich denk vielleicht nicht zu abstrakt oder merkt, also wie gesagt, merkt mir auch nicht, was die was Guybrush so von sich gibt und wie wichtig das dann halt auch ist. Aber der Humor des Spiels ist schon einzigartig. Also der ist, ja, der hat's in sich. Ja, die Länge, was waren das jetzt? 7,5 Stunden? 7,5, 8 Stunden? Nicht arg länger, glaube ich. Aber das schadet ja nicht. Es ist ja, es war kurz, knackig, witzig. Die Story an sich, ja, ist jetzt nicht, naja, die ist unterhaltsam, witzig und quasi, man hat immer ein Ziel vor Augen, und zwar Elaine zu retten, aber auch das erste ungefähr, oder, ja, ungefähr ab der Hälfte des Spiels, oder ab einem Drittel, aber ja, ist doch ganz, ganz cool gewesen, ne, hat mir schon gefallen, hat Spaß gemacht, jedenfalls. Das ist ja diese neue Special Edition, da ist dann auch der zweite Teil drin. Den zweiten Teil werde ich definitiv auch noch spielen. Jetzt wahrscheinlich nicht direkt hinterher, aber das kommt auf jeden Fall noch. Wann ihr das besonders wünscht oder falls es jetzt kaum abwarten könnt, dass ich das mache, dann schreibt das doch einfach. Ich werde mich dann auch ein wenig nach euren Wünschen richten. Ja, dann gibt es jetzt halt noch was spiele ich als nächstes. Also als nächstes direkt Monkey Island 2. Naja, weiß nicht. Will jetzt mal auch ein bisschen von dieser Adventure-Sparte wegkommen, mal eher noch was anderes spielen. Es stehen da so ein paar Sachen zur Wahl. Ich bin damit unsicher, also was ich auf jeden Fall noch mal irgendwann vorhabe, sind wahrscheinlich die Warcraft 3, also der Warcraft-Spiele im Generellen. Dann, was schon wieder Richtung Rollenspiel geht, wäre im South Park, der Stab der Wahrheit.
oder das Game of Thrones Rollenspiel. Das zwar spielerisch nicht der absolute Hit sein soll, aber doch eine nette Story entfaltet. Was hatte ich denn noch? Ja, sind eben zum Großteil sind es halt Rollenspiele. Eventuell packe ich in nächster Zeit auch noch ein Let's Play Together von Battlefield 4 an. Mit einem Freund zusammen. Ansonsten fällt mir gerade spontan nicht ein, was mir noch so vorgeschwebt hat. Ich werde es dann gegebenenfalls einfach schreiben oder in den folgenden Risen Let's Plays, dass ich ja auch mal noch fortführen sollte, irgendwie. Und auf jeden Fall auch zu Ende spielen werde. Werde ich das dann noch erwähnen, was ich mir gut vorstellen könnte zu Let's Playen. Ja, die schöne Hintergrundmusik dudelt hier vor sich rum. Ne, ich sag dann einfach mal tschüss und bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für das Anschauen dieses Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr könnt es auch ertragen, dass ich nicht der selbstständige Rätsellöser bin. Aber wie gesagt, ich finde, man kann auch Spaß haben, wenn man sich mit den Hinweisen begnügt und nicht hier ratlos und oftmals auch müde sitzt und versucht, hinter jedes Rätsel zu kommen. Ja, dann sage ich doch einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Unterbreche hier leider diese Credits, also den Abspann. Ich hoffe, das schadet nicht allzu sehr, ne? Also dann, liebe Leute, wir sehen uns dann im nächsten Divinity-Teil oder Risen-Teil oder einem ganz neuen Let's Play. Bis dann.